Okay, Leute, weiter geht's bei Let's Play Advanced Destiny. Ja! Und ich freue mich, hier endlich weitermachen zu können. Warum ich das R-Rolle wollte, ihr wisst, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Was ich aber jetzt als erstes ausprobieren werde, da unten irgendwie hinzukommen. Weil irgendwie... Okay, ich bin jetzt also hier. Ah ja, schaut mal her, so kommt man dahin. Plüme. Ich weiß nicht, ob wir jetzt dahin kommen. Marlene ist so stark und mutig. Wenn ich groß bin, dann werde ich auch mal so stark. Hallo ihr, na? Okay, ich verstehe. Gute Nacht. Nein, doch nicht. Ja, ich dachte eigentlich hier würde es irgendwas geben, aber ich habe mich scheinbar getäuscht. So, vielleicht bei dir was? Na komm. Hallo Erika, ich mag dich sehr gerne. Ja, ich kann das verstehen. Das muss an meiner grünen Haarpracht liegen. Wo bin ich? Wie komme ich hier raus? Ich habe mich verlaufen. Huch. So, wo sind wir denn da? Und dann da hoch und dann... Hä? So. Jetzt werde ich trotzdem versuchen, ob wir links weiter können oder ob wir dem Wald zurück müssen. Weil ich weiß es leider nicht. Und ihr habt es mir sogar gesagt. Ich kriege angezeigt, wie viel Erfahrung ich bekomme nach einem Kampf. Ist mir bisher nie aufgefallen, um ehrlich zu sein. Ich speichere das ganze Geschehen mal ab. Wir sind ja immerhin schon eine Minute am Aufnehmen. Da, naja. So. Achso, hier war die Wettlaufstrecke. Verdammt. Na gut. Ah ja, jetzt könnten wir theoretisch hier lang. Techniken. Ich werde mal gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwie was gibt. Ich glaube fast nicht, aber wer weiß. Ich lasse hier nichts unversucht. Gar nichts. So, das hat auch geklappt. Schön. Oh ja, hier der dicke Fels ist weg. Techniken. Kraftschub kann ich. Ich mach's besser nicht. Da lang. Verdammt. Okay, das hat ja doch noch geklappt. Cool. Und vor allem werde ich mir gleich mal die andere Seite hier angucken. Marlene, Explosionsfaust. Ja, und ich sehe gerade, wir hätten die anderen Wege gar nicht gehen können. Huch. Da wären wir nicht weitergekommen. Das heißt, wir haben auf Anhieb den richtigen Weg gefunden. Das ist ja schön, schön, schön. Ja, hier sind wir umgedreht. Das ist klar. Da kommen wir jetzt nicht drüber. Okay. Gut, den Weg außenrum spare ich mir jetzt mal. Ich habe das Gefühl... Also, es wird wahrscheinlich sehr viel schneller gehen, aber ich nehme den Weg. Und danach machen wir jetzt wieder zurück. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber das wird uns Pat sicherlich gleich sagen. Der wird bestimmt wieder auf mysteriöse Art und Weise gleich hier irgendwo auftauchen. Und wo ist mein Red Bull eigentlich hin? Verdammt, ich hatte gerade noch eine volle Dose hier. Meno Gusta. So, hier hat ja freundlicherweise einer die Tür aufgelassen. Da ist nix. Der Baum fühlt sich auch nicht komisch an. So, kommen wir hier? Ja, da kommen wir vorbei. Aber, doch. Nee, oder? Doch. Wäre irgendwie cool, wenn es hier was gäbe. Fände ich ziemlich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fände die Idee nett, aber wenn es hier nichts gibt, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Das sieht mir aber nicht danach aus. Nee. Hier gibt's nicht, oder ich habe nicht gründlich genug gesucht. Eins von beiden. Cool, ich hatte Hindernisse im Weg und die können einfach geradeaus gehen, oder was? Nicht so nett. In der Zeit, wo ich hier runterlaufe, werde ich mir genüsslich eine Zigarette anmachen. Und überlegen, wie wir weiter vorgehen. Cool, 4 Minuten und nichts erreicht. So, noch mit den Kerlen hier reden. Ich glaube, von uns allen... Ja, das hatten wir schon, okay. Geschlafen und ausgeruht sind wir. Jedenfalls fast. Easy, okay. Ichuki... Achso, vielleicht reden wir nochmal mit dem... Dann wünsche ich euch alles Gute. Ihr habt uns mehr gegeben, als ich es jemals wieder zurückgeben könnte. Ich vermisse euch jetzt schon. Viel Glück. Ja, okay. Glück können wir sicherlich gebrauchen. Aber ich weiß nicht, was noch kommt. So, hier war dieses nächtliche Lagerfeuer, Party, Komitee, was auch immer. So, hier rein. Unten den Schalter wieder umlegen. Nee. What the fuck?
Hier stimmt was nicht. Oder doch? Nein, ich glaube, das ist falsch. Ich konnte mich da nicht richtig bewegen. Das hier verstehe ich. Ach so, ja, jetzt erkenne ich es. Das soll eine Leiter nach oben auf ein höheres Plateau sein. Ich denke mir, was? Ich habe es auf Anhieb nicht erkannt, aber juckt auch nicht. Ja, weil hier kann ich zum Beispiel nicht runter. Also keine Ahnung, ob die Mapping-Daten da schon verändert hat, die G-Daten. Kannst du mir unter das Video schreiben? Seht ihr? Ich hab's euch gesagt, Pat kommt. Mittlerweile dürfen die vier ihre Force haben. Hat ja auch lang genug gedauert. Es wird Zeit, die Sache endlich ins Rollen zu bringen. Vier. Oh, ich kann hier nicht speichern. Ich kann gar nichts machen. Gut, das heißt, ich glaube auch nicht, dass ich kämpfen muss. Graf Dracula ist auch da. Diaboros. Oh, der Verhüllte, was tust du hier? Ich bin dir dankbar wegen deines Hinweises neulich, aber ich habe gerade keine Zeit. Was ist denn los? Du wirkst so nervös. Nun ja, es hat sich herausgestellt, dass deine Warnung berechtigt war. Natürlich, wieso sollte ich einen so mächtigen Dämon wie dich anlügen? Es ist wegen Raptor. Ich habe ihn losgeschickt, damit er diese wahnsinnigen Menschen vernichten kann. Aber er ist immer noch nicht zurück. Ich mache mir Sorgen. Ah, ich verstehe. Der arme Raptor. Nun ergibt das Ganze wenigstens Sinn. Was soll das bedeuten? Dann war es also der Echsendämon, auf dessen Tod sie so unglaublich stolz waren. Hätte ich mir auch denken können. Was hast du gerade gesagt? Du hast schon richtig verstanden. Es muss Raptor gewesen sein, der sie vor kurzem mit aller Kraft bekämpfte. Sie haben es mir selbst erzählt und damit geprahlt. Also, wie sie diesen Echsendämon getötet haben. Wo gehst du hin? Ich werde sie töten. Sie alle! Sie werden dafür bezahlen, was sie Raptor angetan haben. Sie werden bald in Triton ankommen. Geht dorthin und wartet auf sie. Wenn du ihnen einen schönen Empfang bereiten willst. Oh, Punkt. Vielen Dank. Und vergiss nicht, dass ich auch da sein werde. Dann erledigen wir sie gemeinsam. Mein Freund. Vollidiot. Jetzt ist es soweit. Die Show kann beginnen. Ich bin nervös. Gut, den Thron kann ich nicht einnehmen. Hier sieht's auch nicht so verdächtig aus. Also, es sieht halt entsprechend eines. Ich muss zurück und den Rest vorbereiten. Ich frage mich, ob wir da später hin können. Gut. Menü ist immer noch deaktiviert. Ja. So ist also Pat. Von Anfang an habe ich ihm nicht getraut. Niemals. Nein, nein. Okay, wir können uns wieder bewegen. Ach ja, hier sind die menschenfressenden Bäume. Unglücklicherweise wahrscheinlich. Also wir müssen nach Triton, ja? Jetzt habe ich vergessen, wo Triton war. Ich glaube, wir müssen durch die Übergangshürde zurück. Vielleicht gibt es aber auch eine Abkürzung. Was haben wir denn hier? War hier das Feuer? Ich habe leider vergessen, die Übergangshürde bringt uns in diese nach Crestor. Und von da aus müssen wir theoretisch auch nach Triton kommen, oder? Vielleicht wurde ich auch schon richtig positioniert und bin einfach nur falsch gelaufen. Will ich auch nicht ausschließen. Ja gut, hier waren die Flammen. Das Feuerrätsel. Also hier war jedenfalls eine der Flammen. Da oben. Was war hier noch gleich? Ja, das war das Jahreszeitenrätsel. Lasst mich überlegen. Ich glaube, wir müssen echt in die Übergangshöhle. Und sobald es wieder vernünftige Gegner gibt, die mich nicht one-hitten können mit einer K.O.-Treffer-Attacke, werde ich das Level nachholen. Ja. Ich level eigentlich ziemlich gerne, und vor allem bei diesem Spiel. Es gibt halt Spiele, dazu zähle ich zum Beispiel Lufia, wo ich das Leveln extrem affig finde.
Ich weiß es auch nicht warum. Es ist eigentlich ein ähnliches Prinzip in diesem rundenbasierten Kram, aber in Lufia ist es einfach so intensiv, dass da irgendwie jeder zweite Kampf ein Encounter ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich keine Lust mehr hatte, Lufia 2 weiterzuspielen. Und habe es hier auf dem Kanal auch gar nicht erst hochgeladen. Was mich so abgefuckt hat. Und wenn ich keinen Spaß an dem Spiel habe, dann zocke ich es nicht weiter. Ja, doch. Eigentlich zocke ich schon weiter. Ich will es ja komplett bis zum Ende durchziehen. Aber dadurch, dass ich hier einen Neuanfang hatte, konnte ich mir das ja sparen. So. Oh, da war schon wieder was. War da gerade was? Vielleicht kommt der nach. Moment. Ich finde raus. Also eher würde ich vermuten, dass er da oben irgendwo war. Ich gucke jetzt mal im nächsten Screen, ob der da auch wieder auftaucht. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich daher. Der war doch da. Also entweder ist er in den Wäldern verschwunden und ich kann ihn nicht mehr ansprechen oder ich habe gerade nicht gründlich genug gesucht. Leertaste hämmern. Nix, 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 nix. Nix, 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 nix. Nö, hier scheint nichts zu sein. Huch, was mache ich denn da? Hey, wo bin ich? Ah ja. Nö, das sieht mir nicht danach aus. Ja, gut. Ich habe mich, glaube ich, gut genug hier umgesehen. Ich glaube, wir haben hier auch nichts übersehen. Ich hoffe es jedenfalls. Ansonsten laufe ich den ganzen Weg zurück, aber das erspare ich euch dann. Ja, in die Übergangshülle. Falls dieser Typ nochmal auftaucht. Ha, wie treffend. Guten Tag, Prinzessin. Oh, guten Tag, Sir. Was tut ihr hier? Ist irgendwas vorgefallen? Naja, nicht direkt. Ich möchte mich bloß vergewissern. Vergewissern? Nun, ich glaube, ich habe vorhin einen der größten Schwerverbrecher des Landes gesehen. Wie hieß er noch? Tony? Trixie? Tracky? Tracy? Ja, genau, das war der Name. Tracy, ich bin absolut sicher, dass ich ihn hier gesehen habe. Wo ist der Kerl angelaufen? Nun, ich verfolge ihn, seit ich ihn vorhin gesehen habe. Ich konnte beobachten, wie er in die Übergangshülle gelaufen ist. Ging irgendwo Richtung Norden. Aber nun scheint ich seine Spur verloren zu haben. Dabei hätte ich so ein gutes Kopfgeld erhalten. Nun, wie du siehst, er ist nicht hier. Ja, sehr schade. Nun, sagt mir Bescheid, falls ihr wisst, wo er sich aufhält. Ich brauche das Kopfgeld. Ihr wisst schon. Meinetwegen. Vielen Dank. Nun denn, gute Reise. Na komm, ein Dialog, komm. Von wegen. Können wir uns noch mal kurz etwas umsehen? Also im Wald meine ich. Ich weiß, an was du denkst. Es kann ja nicht schaden, wenn wir uns vergewissern. Ja? Gut, da mussten wir das erst triggern. Der wird immer noch da oben irgendwo sein, nehme ich an. Dann hätte ich wahrscheinlich ewig und 3 Tage suchen können und es hätte nichts gebracht. So, hier warst du eben. Bist du jetzt hier irgendwo? Na komm, spring mir irgendwie entgegen. Du wirst es ohnehin tun. Wo könnte der jetzt sein? Eigentlich glaube ich nicht, dass der hier. Doch, oh ja, doch, da ist er ja. Diese miesen Schlampen. Wie konnten sie mir in so kurzer Zeit alles nehmen, was ich mir über Jahre hinweg aufgebaut habe? Der bekannteste Verbrecher des Kontinents steht ohne Gefolgschaft, ohne Reichtum, ohne irgendwas im Wald und weiß nicht weiter. Sie sollten lieber beten, dass sie mir nicht noch einmal begegnen. Dann werden sie zahlen, besonders Marlene. Sie werde ich mir ganz genau vornehmen. Darauf kannst du lange warten, du abartiger Mistkerl. Was? Ach du Scheiße, was macht ihr denn hier? Tja, eigentlich interessiert mich das gar nicht. Was damals passiert ist, kann ich nicht mehr rückgängig machen, aber jetzt werde ich euch jedes Haar einzeln ausreißen. Wieso hast du mich so lange in deiner Bande behalten? Du wusstest doch die ganze Zeit, dass ich eine Verräterin bin. Cooler Kampf. Ein Kampf, der vielleicht nur über Zeit geht. Untoten und Dämonen.
Starker Erdschaden, ja, Technik. Ah, das hilft also nichts. Genesung. Technik und Flammen. Nee. Das hier. Ich glaube, dass der Kampf nur über Zeit geht. Ja, Erde hat nichts gebracht. Schockfall vielleicht. Vielleicht. What? Oh, die Musik ist schön. Ich versuche mit statusverändernden Dingern anzugreifen. Das ist nämlich eigentlich nie verkehrt. Und du machst den Hurricane-Schlitzer. Der war eigentlich immer sehr effektiv, aber diesmal nicht. Nö. Ah ja, da ist er. Paralysiert. Und du kümmerst dich wieder um die Heilung. Dann sollte der Kampf schnell, aber effektiv vonstatten gehen. Das zieht gut was ab. Schockpfeil. Stumpfpfeil. Ne, eine Bestie, glaube ich, bist du nicht. Daneben! Giftschneide. Ich brauche eigentlich keine Barriere, glaube ich. Ich greife so an. Aber ich hätte vielleicht mal mit Licht angreifen können. Das wäre vielleicht interessant gewesen. Technik. Schockpfeil. Technik. Greifen. Nein, Giftschneide. Und du machst leuchtende Rechtschaffenheit. Oh ja, das macht gut Schaden. Das brauchen wir nicht. Das war nicht so effektiv. Segenschnitt, ja, komm. Und bitte den Chock. Chock. Ja, den. Ah, du kannst also auch die Giftschneide. Ja, ich sehe schon. Technik. Genesung. Ja, der Kampf ist also gar nicht mehr zu vergleichen mit dem vom letzten Mal. Er hat ja nicht auch eine Chance. Perfekt getimed. Genau 0 MP. Level up. Nein. Wage es nicht, jetzt einfach abzukratzen. Sag schon, warum hast du mich nicht umgebracht, obwohl du das die ganze Zeit wusstest? Warum? Was soll ich sagen? Du warst eben genau mein... Ja, was? Sag es! Los, sag es! Lass es, Marlin. Ich glaube, er ist... Ich weiß, er ist tot. Ist alles in Ordnung, Marlin? Ja. Entschuldige. Ich habe mal wieder überreagiert. Ich weiß, das Ganze muss dich sehr mitgenommen haben und du bist vermutlich froh, dass es vorbei ist. Aber glaubst du, du schaffst... Hey, was machst du da? Verbindungsschlüssel? Aha, wusste ich's doch. Ein Schlüssel? Ich habe euch doch erzählt, was Tracy vorhatte, oder? Nun, das ist der Schlüssel, der das Tor zur südlichen Region in der Übergangshülle öffnet. Dir entgeht auch nichts. Gut, dass du daran gedacht hast. Nun ja, Stevie, muss man eben ganz genau auf seine Umgebung und sein Umfeld achten. Aber nun lasst uns besser von hier verschwinden. Ich will dich unbedingt mitbekommen, wie er hier verwest. Dreck. Diesmal haben sie mich wesentlich schlimmer erwischt. Ich kann mich kaum bewegen. Wartet nur, wenn ich erstmal wieder auf den Beinen bin. Dann... Was war... Oh, Scheiße. Was zum Teufel ist das? Bleib weg. Komm nicht näher, du Drecksvieh. Da kam er einen Schritt näher. Ja, okay, aber wir haben auch einen weiteren Anhaltspunkt. Wir sollen nämlich in die Übergangshöhle. Und dann zur westlichen Region. Das werden wir aber nicht jetzt machen. Nein, das machen wir im nächsten Part. Bei Elements Leute, ich sage danke fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!